Natürlich kann es einen auch auf der Geschäftsreise erwischen und man wird krank. Das ist im Prinzip überhaupt kein Problem, man sollte nur wissen, auf was man dann achten sollte. Was sage ich meinem Geschäftspartner, was sage ich meinem Arbeitgeber? All das werde ich euch jetzt erzählen. Es gibt Dinge, die empfiehlt es sich dringend auf einer Geschäftsreise dabei zu haben und das ist unter anderem so ein Notfallset mit Pflaster und Verband und alles, was dazugehört. Ein paar Schmerztabletten können natürlich auch nicht schaden und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Magen- und Darmtabletten oder Tropfen sind auch nicht das Schlechteste. Solltet ihr es trotzdem mal nicht dabei haben, geht einfach an die Rezeption eures Hotels, fragt freundlich nach. In der Regel haben sie für die Erstversorgung alles am Start. Wenn ihr zwischen euren Terminen eine Apotheke sucht, weil ihr Kopfschmerztabletten oder ähnliches benötigt, dann kann euch die Apotheken-App sehr gut behilflich sein. Die zeigt euch nämlich alle Apotheken im Umkreis. Das gleiche natürlich auch mit dem Notdienst. Einfach auf Notdienst wechseln und schon wisst ihr des Nächtens, wo die nächste Apotheke ist. Aus meinen Erfahrungen heraus kann ich sagen, dass viele Hotelzimmer dazu tendieren, extrem trockene Luft zu haben. Deswegen habe ich mir so einen tragbaren Luftbefeuchter zugelegt, den ihr ganz einfach an ein tragbares USB-Ladegerät anschließen könnt. Und in der Nacht wird dann die Luft schön befeuchtet und so könnt ihr besser schlafen. Wenn ihr auf Geschäftsreise also krank werdet, dann vergesst bitte nicht, eurem Arbeitgeber Bescheid zu geben, denn genau wie im Büro hat er hier auch die Fürsorgepflicht für euch und muss dementsprechend informiert werden. Wer hat schon Lust, in einem Meeting zu sitzen, in dem ihm eine schniefende Person gegenüber sitzt und der man dann auch noch die Hand geben muss? Deswegen, wenn ihr krank seid, sagt den Termin lieber ab, gegebenenfalls bleibt ihr eine Nacht länger und dann könnt ihr den Termin am nächsten Tag wahrnehmen. Soweit also die Vorschläge meinerseits, wie man sich verhalten könnte, wenn man denn auf Geschäftsreise krank ist. Falls ihr noch Tipps und Tricks habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Das Ganze natürlich rezeptfrei.